Kapitel 21. Der furchtbare Kampf am Waldessaum. Senior Carabas Barabas hielt zwei Polizeihunde an der Leine. Beim Anblick der Flüchtlinge auf dem Feld riss er den Mund auf und sein furchtbares Gebiss blitzte. »Aha!« schrie er und ließ die Hunde los. Die bösartigen Köter scharrten die Erde mit den Hinterbeinen. Sie kläfften nicht, sie sahen nicht einmal zu den Flüchtlingen hin, so sehr waren sie sich ihrer Überlegenheit bewusst. Sie setzten sich langsam in Bewegung und liefen ohne Eile zu der Stelle, an der Buratino, Artemon, Pierrot und Malvina vor Angst wie angewurzelt standen. Alles schien verloren. Carabas Barabas folgte den beiden Rüden mit seinem krummbeinigen Gang. Immer wieder schlüpfte ihm das Bartende aus der Tasche und verwickelte sich in seinen Beinen. Artemon hielt den Schwanz steif in die Höhe und bellte wütend. Malvina schlang die Finger ineinander und rief, »Ich habe solche Angst!« Pierrot ließ die Arme hängen und wandte kein Auge von Malvina. Er hatte alle Hoffnung fahren lassen. Als erster kam Buratino zur Besinnung. »Pierrot«, schrie er, »nimm das Mädchen bei der Hand und lauf zum See, wo die Schwäne sind. Artemon, wirf das Gepäck ab, tu die Armbanduhr weg, du sollst kämpfen.« Kaum hatte Malvina diese mit Bestimmtheit vorgebrachte Anordnung vernommen, als sie von Artemons Rücken heruntersprang, ihr Röckchen hochraffte und zum See hinunterlief. Pierrot rannte ihr nach. Artemon schüttelte das Gepäck ab, nahm die Uhr von der Pfote und die Schleife vom Schwanz, fletschte seine weißen Zähne und sprang bald nach links, bald nach rechts, um die Glieder zu lockern. Auch er fing an, mit den Hinterbeinen ungeduldig zu scharren. Buratino kletterte am harzigen Stamm einer Föhre, die einsam mitten im Felde stand, bis zum Wipfel hinauf, und von dort schrie, brüllte und quiekte er aus Leibeskräften. »Zu Hilfe, alle Tiere des Waldes und des Feldes! Alle Vögel in der Luft! Man will uns ans Leben! Rettet die unschuldigen hölzernen Menschlein!« Die Bullenbeißer taten so, als hätten sie erst jetzt Artemon entdeckt, und stürzten sich auf ihn. Der gewandte Pudel drehte sich im Kreise und schlug dem einen Hund die Zähne in den Schwanzstummel, dem anderen in die Lende. Die Bullenbeißer machten umständlich kehrt und fielen den Pudel aufs Neue an. Er sprang hoch in die Luft, ließ sie unter sich hindurch, schnellte herum und riss den einen an der Flanke, den anderen am Rücken. Zum dritten Male warfen sich die Bullenbeißer auf ihn. Da ging er in eine hockende Stellung und drehte sich so flink wie ein Kreisel, ließ die Rüden ganz dicht an sich vorbeistürmen oder trudelte ihnen vor der Nase davon. Die plattnasigen Bullenbeißer wurden jetzt erst richtig wütend, schnauften und verfolgten Artemon ohne besondere Eile, aber hartnäckig und bereit, ihn um den Preis ihres Lebens an der Gurgel zu packen. Indessen war Carabas Barabas bis an die Föhre herangekommen, hatte den Stamm mit beiden Händen umfasst und schüttelte ihn. »Steig herunter!« Buratino klammerte sich mit Händen, Füßen und Zähnen an einen Ast. Carabas Barabas schüttelte den Baum so stark, dass alle Tannenzapfen an den Zweigen zu schaukeln und zu tanzen begannen. Die Zapfen der italienischen Föhre sind stachlig und schwer und von der Größe einer kleinen Melone. Wer einen solchen Tannenzapfen an den Kopf bekommt, oh weh! Buratino konnte sich an dem schaukelnden Ast kaum noch halten. Er sah, dass Artemon bereits die Zunge wie ein rotes Läppchen weit herausstreckte und sich nicht mehr so schnell drehte. »Gib das Schlüsselchen her«, brüllte Carabas Barabas und starrte den Rachen auf. Buratino kroch auf dem Ast ein Stückchen weiter, bis er einen ausgewachsenen Tannenzapfen erreichte und begann, den Ansatz durchzunagen, an dem dieser hing. Carabas Barabas schüttelte stärker und der schwere Tannenzapfen löste sich und flog, bach, mitten in seinen Krokodilsrachen. Carabas Barabas setzte sich auf seine vier Buchstaben. Buratino lockerte einen zweiten Tannenzapfen und dieser fiel dem Carabas mitten auf die Glatze. Buff! Wie auf eine Trommel. »Man will uns ans Leben!« schrie nun wieder Buratino. »Zu Hilfe! Zu Hilfe! Rettet die unschuldigen hölzernen Menschlein!« Als erste flogen die Uferschwalben zur Hilfe herbei. In sausendem Fluge flitzten sie vor den Bullenbeißern hin und her. Vergeblich schnappten die Rüden nach ihnen. Schwalben sind keine Fliegen. Wie graue Blitze züngelten sie ihnen um die Nasenspitze. Aus der Wolke, die wie ein Katzenkopf aussah, löste sich ein schwarzbrauner Sperber. Es war derselbe, der Malvina Wildbret zu bringen pflegte. Er schlug seine Krallen in den Nacken des einen Polizeihundes, spannte die kraftvollen Schwingen, hob den Hund vom Boden hoch und ließ ihn fallen.
Winselnd schlug der Hund alle Viere ausstreckend auf einer Wurzel auf. Artemon fiel den anderen Hund von der Seite an, prallte mit der Brust gegen ihn, warf ihn um, biss ihn, rollte ihn. Es währte aber nicht lange, da waren beide Hunde, mochten sie angeschlagen und zerbissen sein, wieder hinter Artemon her und wirbelten mit ihm im Kreise rings um die einsame Föhre. Nun kamen die Kröten Artemon zu Hilfe. Sie schleppten zwei vor Alter schon erblindete Ringelnattern mit, deren Tage ohnehin gezählt waren. Was hatten sie auf der Welt noch zu erwarten? Den Tod im Modder oder im Magen eines Reihers? Die Kröten hatten sie überredet, ihr bisschen Leben lieber für diese gute Sache zu opfern. Der gute Artemon beschloss inzwischen, sich im offenen Kampfe zu stellen. Er setzte sich auf den Schwanz und zeigte seine Eckzähne. Die Bullenbeißer zogen über ihn her und der Tanz begann. Artemon verteilte Bisse und Püffe. Die Bullenbeißer achteten dessen nicht und lauerten nur auf eines, auf den Augenblick nämlich, der ihnen erlauben würde, zum tödlichen Zugriff an Artemons Gurgel zu springen. Die Luft war von Gewinsel und Geheul erfüllt. Weitere Hilfe nahte sich Artemon. Eine kleine Truppe, eine ganze Familie von Igeln. Der alte Igel, seine Frau, seine Schwiegermutter, zwei unverheiratete Igeltanten und eine Menge kleiner Igelchen. In der Luft war ein Gesumme und Gebrumme von den vielen, sammetschwarzen Hummeln mit ihren goldenen Bauchbinden. Dazwischen surrten die Flügel der bösen Hornissen. Durch das Gras hasteten Laufkäfer herbei und kamen auch Hirschkäfer mit ihren Geweihen, Nashornkäfer mit ihren Zangen. Alle Tiere, Vögel und Insekten rückten den verhassten Polizeibestien voll Selbstverleugnung zu Leibe. Der Igel, seine Frau, seine Schwiegermutter, die beiden unverheirateten Igeltanten und das kleine Igelvolk, sie alle rollten sich zu stacheligen Klumpen zusammen und kullerten wie die Bälle auf die Bullenbeißer zu, um ihnen mit ihren Stacheln in die Nase zu pieken. Die Hummeln und die Hornissen versetzten ihnen im Fluge viele giftige Stiche. Die tüchtigen Ameisen krochen ihnen ohne jede Eile in die Nasenlöcher und spritzten Ameisensäure hinein. Die Käfer kniffen sie in den Bauch. Der Sperber schlug bald dem einen, bald dem anderen Köter mit dem krummen Schnabel auf den Schädel. Die Mücken und die Fliegen schwirrten in so dichten Wolken vor ihren Augen, dass sie kaum noch etwas sehen konnten. Die Kröten hielten die beiden Nattern bereit, die zum Opfertode entschlossen waren, und dieser entscheidende Augenblick kam, als nämlich einer der Bullenbeißer den Rachen weit aufsperrte, um die giftige Ameisensäure herauszuniesen, schoss ihm eine der fast erblindeten alten Nattern kopfüber in den Schlund und wand sich bis in seine Speiseröhre hinein. Das gleiche ereignete sich auch mit dem zweiten Bullenbeißer. Auch ihm warf sich eine Schlange in den Hals. Beide Rüden, genugsam zerschlagen, zerzaust und zerschunden, rangen nun nach Luft und wälzten sich hilflos am Boden. So war der gute Artemon siegreich aus dem Kampf hervorgegangen. Während dieser Zeit war es Karabas Barabas endlich gelungen, den stachelichen Tannenzapfen aus seinem großen Rachen herauszuziehen. Als ihn dann der zweite Schlag mitten auf den Schädel getroffen hatte, waren seine Augen hervorgequollen. Außerdem schwankte er hin und her und griff schnell nach dem Stamm der Föhre. Der Wind spielte mit seinem Barte. Buratino merkte von seinem Ausguck auf dem Wipfel des Baumes, dass der Wind das Bartende hob und es um den harzigen Stamm der Föhre schlang. Buratino ließ sich vom Ast herunterbaumeln und kreischte, »Onkelchen, du kriegst mich nicht! Onkelchen, du kriegst mich nicht!« Er sprang zu Boden und rannte im Kreise um die Föhre herum. Karabas Barabas streckte beide Hände aus, um ihn zu ergreifen, und lief, immer noch wankend, um den Baum herum ihm nach. Kaum hatte er einen Kreis um den Baum beschrieben, als es so aussah, als würden sich seine Finger gleich in das fliehende Püppchen hineinkrallen. Aber er musste noch ein zweites, noch ein drittes Mal um den Baum rennen. Hierbei wickelte sich sein Bart dreifach um den Baum und klebte an dem Harz unlöslich fest. Als der ganze Bart aufgewickelt war und Karabas Barabas mit der Nase gegen den Baum stieß, streckte ihm Buratino die Zunge weit heraus und lief zum Schwanensee, um Malvina und Pierrot zu suchen. Artemon humpelte auf drei Pfoten hinterher, die vierte hielt er krampfhaft hoch, er war nicht wenig mitgenommen. Auf dem Felde blieben die beiden Polizeirüden, für deren Leben man allem Anschein nach keine vertrocknete Fliegenhaut zu geben brauchte, und der verdutzte Doktor der Marionettenkunde, Senior Karabas Barabas, dessen Bart so fest wie nur möglich am Stamm der Föhre haftete.